Hallo YouTubers, herzlich willkommen zu Golf Club 2, dem neuesten Let's Play auf meinem Kanal. Ja, ich bin ja unter die Hobbygärtner gegangen und was liegt da näher, als nebenbei auch mal ein bisschen Golf zu spielen? Habe ich schon lange auf dem Sender, seit Jahren. Ich weiß nicht mehr, bei wem ich das geguckt habe auf YouTube. Football Manager, von da an Golf und Baseball und so. Und dann aber followed, nicht gefollowed, weil irgendwie Fußball extremistisch und was. Ist ja auch egal. Also wer Fußballspielern den Tod wünscht, quasi, nee, danke. Ja, dieser Sommer wird viel vorm Haus gebaut und heute ist Sonntag. Der letzte Sonntag vor dem Gerüstbau. Insofern werde ich nicht mehr viel Zeit für Aufnehmen haben. Aber, ich mein, und nebenbei Studium und so eine Sache, ne? Genießen wir das hier. Ich habe das Tutorial durchgespielt. Ich bin miserabel. Ich spiele das hier im höchstmöglichen Schwierigkeitsgrad, nämlich mit Maus und Tastatur. Und ja, ich habe keine Ahnung von Golf, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Das Tutorial habe ich mit Mühe und Not irgendwie durchgefrungen. Und mehr oder weniger darauf geachtet, dass die Aufnahmequalität stimmt. Das ist so halbwegs akzeptabel. Man sieht, wo der Ball landet. Das ist das Wichtigste, nämlich im Publikum. Ja, das, insofern kann das ja was werden. Ich habe hier diesen lustigen, charismatischen Kerl, der mir überhaupt nicht ähnlich sieht, gebastelt. Aber naja, gut, das kann man jetzt nicht groß ändern. Hoffen wir, dass es irgendwie was wird. Raus hier und jetzt die Kleidung festlegen. Mhm. Okay. Oh, hier so ein Sonntagsumzug. Den nehmen wir. Ausrüsten und bearbeiten. Farben. Primärfarbe. Also eben kann hier jede Menge. Oh ja, pink, pink ist gut. Kriegen wir gleich ein bisschen weniger hell. Ja, können wir das vielleicht ein bisschen weniger aggressiv machen hier? Danke. Wer sind sie und wo gehen sie hin? Logos gibt es keine. Okay. Ich kann ein Logo. Oh, jetzt Tutorial verfügbar. Logos, jetzt ist Schluss. Ich muss nicht für alles ein Tutorial haben. Pflanze. Nicht eins. Okay. Form. Okay. Ach, das ist schon ernsthaft. So habe ich übrigens mit diesen Slidern von. Ich könnte also da oben kommen. Zurücksetzen. Danke. Nee, entfernen. Keinen. Ja, ist egal. Ich will sofort wieder diesen Hut weg haben. Danke. So, viel besser. Wir spielen ohne. Wir sind ja schließlich Anfänger. Ein Shirt sieht eigentlich ganz nett aus. Polohemden sind mir aber irgendwie. Ich weiß auch nicht. Was ist denn hier? Nee. Obenchen passt mir nicht so ganz. Nee, das sieht mir zu klischee aus auf dem Golfplatz. Da muss man ein bisschen. From the Hood? Nee, auch nicht so richtig. Damit kann ich leben. Das sieht schon semi-professionell aus. Verfügbar, was? 250? Muss ich wissen, worum es geht? Egal, kaufen. Kann ich mir das leisten? Nein, kann ich nicht. Schön, ich nehme trotzdem. Kann ich es vielleicht auch nochmal bearbeiten an der Stelle? Wäre nicht schlecht. Spielen Sie 5 Runden, 0, was? Kriegt man später welche? Ich habe keine Ahnung. Primärfarbe. Schwarz habe ich nicht. Vielleicht mal ein bisschen düster sogar noch. Mal hier ins Rote reingehen lassen. Ist ja vollkommen wurscht, ihr werdet davon später nicht mehr so viel erkennen. Ihr seht den Golfspieler hier übrigens an der Stelle und so, aber. Oh ja, Gold. Das passt. Gefällt mir. Logos machen wir definitiv keine drauf. So, jetzt noch eine passende Hose. Und immer mit ESC durch die Menüs, das nervt. Dann noch unsere kurze Hosen auf dem Golfplatz. Nee, ich glaube nicht. Was anderes haben wir denn nicht? Also Farben an. Ja, was sonst? Primärfarbe. Bisschen mehr ins Grau-Rote rein. Ja. Sieht nicht ganz so eintönig aus. Wunderbar. Passt. Ich werde die Folgen am Stück aufnehmen und dann mit AWD muss ich das splitten und so. Also nicht wundern, wenn die nächsten Folgen kein Hallo, YouTubers kommt und so. Ich will ja auch ein bisschen entspannen hier. Die sehen mir zu spießig aus. Das sieht so ein bisschen nach Turnschuh-mäßig aus. Lederschuhe auf dem Golfplatz. Ja, warum denn nicht? Aber dann wenigstens Stil echt in. Gute Frage, welche Form. Das geht. Immer. Passt schon. Stahlteppen! Auf dem Golfplatz erstmal grätschen.
Ich schätze mal, wenn man Golfspieler ist, sollte man sowas hier tragen. Weil. Die Farbe schon mal hin. Schwarz sieht ein bisschen übertrieben aus, aber hey. So, ein bisschen eher. Terzierfarbe interessiert mich herzlich wenig, weil ich wusste gar nicht, wo der ist. Wir machen uns um Details Sorgen, die wir später kein zweites Mal sehen werden. Brauchen wir eine Brille? Ich brauche immer eine Brille, sonst sehe ich nichts. Ach, ich kriege keine. Der Brillenträger muss Kontaktlinsen tragen. Also wenn irgendwas hier, ne, nie funktioniert, dann ist das an... Gürtel sehe ich nicht. Dann liegt das an... Gut, gefällt mir. Können wir so lassen. Schlägerset, wir haben eh nichts anderes. Spieler, Turnier, ja, lassen wir erstmal. Golftasche. Wir müssen erstmal was freischalten, würde ich sagen. So! Irgendwelche Nachhinein. Gruppe interessiert mich herzlich wenig. Das sind jetzt Einstellungen zurück. So, machen wir Karriere, würde ich sagen. Weil Training haben wir hinter uns. Das guckt ihr euch lieber näher an. Das ist ein mittlerer Kampf. Obwohl ich zugeben muss, dass einige sehr lustige Sprüche dabei teilweise kommen. Gott, das uralte X-Hähnchen da oben. Ja, ich guck mal kurz. Wir sind jetzt bei 5 Minuten, 6 Minuten, geht schon. Dann. Was heißt denn Spiel? Ach komm, Karriere. Wenn wir schon anfangen, dann richtig ja nicht. Ich esse ein paar Kekse nebenbei. Cappuccino steht auch nicht mehr. Kein aktives Turnier. Aha. Gesellschaft. Ach, das ist mein eigenen Club. Das Golfclub. Ich habe auch meinen eigenen Club, in dem ich eigene Kurse machen kann dann irgendwann. Neue Club unseren, der aha. Ich sehe ins Karrieregesellschaft. Das klingt ja dämlich. Gesellschaft, wie nennen wir denn unseren Club? Das Muertas, das ähnlich. Das, nee, das ist doof. Casa de Sen. Klingt auch doof. Was haben wir noch? Stuckenborst. Nein! Entschuldigung, der musste sein. HWSQ, nein. Das wäre gemein. Nein. CJs. Nein. Meine schöne Plörre-Tasse ist kaputt. Der Plörre. Gesellschaftslogo. Vordergrundlogo, was haben wir denn da? Warte mal, Hintergrundlogo, was war das andere gerade? Zurück. Hintergrundlogo, ja, zum Geier, diese Figuren. Form. So. Hier Barcelona. Ich mag diese sechseckigen immer, ich weiß nicht wieso. Aber die Farbe nehmen. Könnte ich natürlich auch irgendwann anders mal machen, aber hey. Das war's nicht, sondern Farben. Also wenn wir beim Golfen sind, dann sollten wir was Grünes nehmen. Vielleicht was nicht ganz so munter. Ich mag ja das Dunklere mehr. Haben wir ja gerade gesehen bei der Farbauswahl. Deswegen mache ich das alles noch in der Aufnahme. Ich weiß, es gäbe sonst Leute, die würden sich darüber aufregen, dass sie es nicht machen. Form Golfschläger oder wie oder was? Ach, jetzt kann ich den. Achso. Golf Club. The Professional Golf Club. Ich verhalte mich, was ist. Sieht das ja aus. Ich will sie nur angucken, Leute. Meine Güte, gibt mir nochmal eine Forschung, bevor ich es kaufe. Riesenball ist doof. Das ist halt so 0815 für alle, nehme ich an, ja. Ja, dann müssen wir es aber auch aufrüsten und bearbeiten. Golfschläger in. Warte mal, nach diesem roten Ton hier oben gehabt, ne? Okay, und dann noch Sekundärfarbe. Was? Oder was mit dir? Können wir damit aufhören, danke. Hörp, machen wir. Dies ist das Hintergrundlogo. Und. Vordergrund. Vor allem Vordergrund. Mit F. Das kannst du dir gar nicht einbilden, sowas. Oh, warte mal, wir können es ja hier andersrum machen.
finde ich übertrieben. Pflanze. Darf man nicht. Muss ich erstmal alles freischalten. Oh Gott, ich hasse euch. Okay, dann haben wir hier die Golfschläger. Zack. Primär. Gehen wir rüber hier. So, Sekundärfarbe. Das tolle Weiß. Tertiärfarbe. Dass es Kontrast gibt. Blau geht. Da müssen wir noch zum Hintergrundlogo, wahrscheinlich geschrieben mit Y. So, und da können wir jetzt Fahnenschild, irgend sowas in Art. Das haben wir natürlich noch nicht freigeschaltet für den Hintergrund. Natürlich, ansonsten Formen. Das sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ich habe schon Schlimmeres gezaubert. Schwarz. Geht, passt, lass mal. Nicht zufrieden mit. Können wir noch Text drüber holen? Logo fertig. Gesellschaftsraum. Primärfarbe nehmen wir dieses. Das wird ein rötlicher Ton. Ah, guck mal den Hintergrund an. Ist da. Aber so, das war cool. Das ist stilig. Das gefällt mir sekundär. Nee. Jetzt so ein bisschen Neonblau. Oh ja, das passt als Kontrast. Möbelfarbe. Ich finde das Weiß schöner. Ehrlicherweise tatsächlich sehr schön. Aber ein bisschen dunkler als das, ne? Und dann Möbelfarbe 2 für die da hinten. Wenn wir den rötlichen Ton. Wir können es natürlich auch genau andersrum machen, aber. Passt. Ist mal fertig. Fertig. Ja, möchte ich, danke. Da müsste prompt das Club an der Tür. Ernsthaft? So. Ja, übernehmen, danke. So, jetzt haben wir eine Viertelstunde verplempert für diesen Blödsinn hier. So, was für Gesellschaften? Komme ich jetzt bei anderen vorbei oder was? Da hat jemand das Spiel, den ich kenne? Ich glaube nicht, Spiel. Fortsetzbar, offizielle TV vorgeschlagen, heißt meine Favoriten, meine Plätze. Gott, bis ich herausfinde, wo was ist. Ich gehe nochmal raus und klicke jetzt mal auf Karriere. So. Neue Saison. Mittel, normal, extrem. Schnell, normal, sehr einfach. Das klingt gut. Jupiter Ridge, da gehen wir hin. Was um das bedeutet. Gesellschaftsteam. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Hier wäre jetzt wirklich ein Tutorial wahrscheinlich von Vorteil. Wir warten, es lädt offensichtlich. Da unten dreht sich ein Coronavirus, wenn ich das richtig sehe. Scheiße, Training, wir fangen gleich direkt an. Level 5 Mittel. Ja, klar, Moment. Ah, ich bin Profi. Ich habe im Tutorial, ihr glaubt gar nicht, wie gut ich. Also. Ich glaube, das ist gerade. Ich mache wirklich mein eigenes Turnier, das ist sogar nicht mehr. Ja, das ist mir schon. Wir gehen mal zurück. Was ist hier? Das muss ich mir jetzt eventuell nochmal anschauen. Und später schlau draus werden. Google ich halt, muss ich mit RWD mit später rausstellen, merke ich mir.
Marokko. Mhm. Spannend. Niesen. Okay, muss ich wohl den spielen, aber ich will unternehmen. Runde 1 beginnen. Ich. Wird schon werden. Jetzt schneide ich wieder raus. Hello, ladies and gentlemen, and welcome to you. My name is John McCarthy, and I am also glad that you chose to join us for today's event here on the TGC Network. And first round action is upon us here, folks. Let's get down to the first tee. Pick up from there. Ich sehe nur Sand überall. Und ein Ziel, das auch noch hügelig ist. Ich hätte vielleicht meinen anderen Kurs aussuchen sollen. Okay. Ziel, ich das weiß ich selber. Geh weg. Cool. Viel Hügeliges. Oh Gott, das wird nie was werden. Also, was nehmen wir denn? Ja, das war schon so richtig. Von X und Z, ne? Im Amerikanischen ist das nebeneinander. Bei mir muss ich immer suchen. So. Was haben wir noch? Normal Punch. Will ich eigentlich nicht. Lass mal. Und ich will jetzt hier auch nicht irgendwie. Was ist das? Betet. Halte ich, das stimmt doch was nicht. Ich muss doch. Ah, jetzt. Leichter Wind nach rechts. Ich schieße mal lieber mehr in die Richtung hier. Und jetzt beten wir, dass ich das halbwegs gerade auf einer wackeligen Mauspad mit einer wackeligen Maus. Links drücken, nach hinten ziehen und. Volle Wucht nach vorne. Das war. Wirklich. Wirklich schön. Und sehr stellvertretend für das, was er hier erwartet. Okay, wir müssen 288 Hertz. Okay, jetzt aber mal ernsthaft. Das ging sowas von daneben. And, sensing something was off on that swing. Ach. Roll weiter, roll weiter, roll weiter. Ach, verdammt. Das ist ein Wedge, den ich nicht anfangen kann. Als ihr mir den liest. Das war wieder nichts. Dritter Schlag. Wir müssen jetzt schon im Ziel sein, wenn ich mich richtig erinnere. So, aber jetzt mit einem Mal ins Loch. Was doch jetzt kommt. Das war besser, aber immer noch schlecht. Ja. So. Also mindestens zwei über Paar werden wir sein. Brauchen wir gar nicht überlegen. Nee, das war die falsche Taste. Cool. Gucken wir uns das Ziel an. Diese kleinen Striche. Die weißen Punkte zeigen, welche Richtung Abhang ist. Also nach unten hier. Und in die Richtung. Also gegen. Also. Und einen leichten Wind um. Und wir müssen ihn ein bisschen weiter, als wir wollen. Das kann. Oh nee, das ist mir zu gefährlich. Weil eigentlich muss man sogar anders rum, denn er rollt ja sowieso. Für die Maus halten, dass ich. Das war schlecht. Aber zumindest nah genug dran. Ich habe hier immer die Anwendung, wie weit ich den gerade links und rechts getroffen habe. Habe ich ihn vom Ziel. Feet. Und nach unten, da wird noch gar nicht gefüllt. Ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links geht lang.
Oh Gott. So viel zum Thema 2 drüber. Am besten in den Sand rollen, danke. Ach, das dreht mir aus. Genau. Das war... So, das war auch nicht gewollt. Oh Gott, ich habe jetzt schon schwitzige Hände. Ich brauche noch okay, 31 feet out. Das weiß ich auch selber, danke. Roll weiter, roll weiter, roll weiter. Doch nicht in die Richtung. Weil ich nach links geschossen habe, seht ihr das? So schräg nicht. Mann, ich möchte gar nicht wissen, wie ich mit dem Joystick das spielen würde. Ja. About 10 feet to go here. So, wir sind jetzt bei Schlag 10. Ich würde jetzt ganz gerne mal... Oh, ich muss ja wieder vorne schieben. Darf ich nicht vergessen. Ich will mal loslassen und... Ooh, that one's that's too bad. This one's about 2 feet from the cup. Ihr wolltet das sehen. Sonst würdet ihr nicht bis hierhin durchhalten im Video. Oh Mann, ist das schlecht. Ah, dass ich nicht automatisch disqualifiziert bin nach dem Versuch. Aha. Was? Darüber. Über die vielen kleinen Grünflächen hier. Seht ihr? Okay. Also die 180 Hertz in die Richtung kriege ich nicht hin. Müsste also hier hin. Kann ich mir eine Wegmarkierung machen? Das wäre klasse. Noch ein bisschen weiter, weil der Wind nach rechts geht. Und direkt über die Bunker hinweg. Das wird jetzt unterhaltsam. Da muss ich landen. Hier sind 188 Yards, ja. Na, dann müsste ich hier ja ganz gut kommen. Wenn ich den Schlag halbwegs treffe, könnte es klappen. Betonung liegt auf Alex. Das war schlecht. Wenn er nicht gleich direkt auf der anderen Seite landet. Yeah, it's poor luck there. Probably not too happy about that one. Guck mal, in welche Richtung zielt denn hier gerade? Bei Danger, Danger, ne? Da hinten ziele ich bestimmt nicht hin. Ich glaube auch. Ihr wollt, dass ich aus dem Sand hier rauskomme. Oder aus dem hohen Gras. Ich stimme euch zu. Oh Gott, ist das schlecht. Na komm, ich lande. Jetzt habt ihr endlich auch mal ein Let's Play, wo ein Idiot das spielt. 120 und davon kommen vielleicht 80% an. Aber 80 an. Egal, wer macht's trotzdem. Ja, zumindest gerade geschlagen. Oh, I'm not too sure about this one. Ich stell dich nie so an, der ist gut. And now that that shot has ended up in the fairway, let's see what the next one holds. Können wir mal bitte das Ziel in... Ja, danke. Leco Mira. Das ist bestimmt der. Mutig. Ah, verdammt, wer hier wäre noch ein bisschen. Ja. Immerhin, wir sind der Sache schon näher gekommen. Ziel war es jetzt wirklich nur, den nach vorne zu bewegen. And 32 feet from the cup. Wie sieht es denn vor dem Ziel aus? Wohin zielst du hier?
Wind, von rechts nach links und dann noch. Oh Gott, das kann was werden jetzt mit dem Gießt gerade. Das wird zu weit. Oh Gott! Oh Gott! Und nach links gezogen. Deswegen ist auch hinter. Das ist ja schlimm, ja, ehrlich. Chippen kann ich. Schön zu wissen. Da lief es ja. Oh Gott, es lief im Tutorial noch besser. Ja, ist. Golfclub für Profi-Baseballspieler. 39 feet to the hole. Oh, nein. Ich probier das Mauspad hier, oder? Jetzt testen wir mal, ob ich auf dem Ding hier spielen kann. Maschinisch Platzsteckchen. Oh Gott. Dann das Sandpapier hier zum Schleifen. Ja, 30 feet from the cup. Ist mir egal, ich muss ja mal testen, ob es. Oh Gott, ist das schlimm. Nee, oh Gott. Oh Gott, ist das rutschig. Und rau. Ja, ja, wir wissen es. Ich fange noch mal von vorne an. Hallo, ich bin Xen. Ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, das ist immer noch besser, als ich im realen Leben abschneiden würde. Oh ne, nach links. Scheiße. Ich bin schon froh, wenn er irgendwie in der Nähe vom Loch stehen bleibt. Der denn die Biegung... Die, oh. And about 5 feet from the cup. Minimaler Anstieg, Anstieg und and finishing this hole out with a absolut solid professionell. And after that hole, he's gonna move absolut down professionell. Spots on the leaderboard. Die Kostrotz. Okay. To the third hole. Vielleicht hätte ich mir doch einen einfachen Kurs nehmen sollen. Einen für Blinde. Ja, leck mich doch am Arsch. Jetzt geht das schon wieder los. Okay, Karte. Ich bin hier und muss hier rüber. Wenn nicht, gibt's... Ach du Schande. Das ist Abhang, also kann ich ruhig Richtung Ziel gehen. Das geht schnell und es geht nach links. Also 111 soll ich. Ja, dann muss der Sitz sitzen, sonst habe ich ein Problem. Das war gar nichts. Here is the pitching wedge. Oh doch, da kann man doch besser als einmal freuen. So viel Kraft, dass er gleich durch den Boden durchgeht. Falls ihr mir jetzt den Putter gebt, vergesst es. Das habe ich mir gedacht. Das war jetzt nicht unbedingt gedacht. Meine Frage. Wo ist denn das Tier? Könnt ihr mal die. Achso, ich hab jetzt automatisch raus oder was? Ja, lecko mio. Das ist nicht sehr günstig. Okay. Bisschen näher wollte ich schon haben, aber gut. 12 feet to go here. Downswing war perfekt, wollte ich nur machen. 12 Fuß, das ist nicht wenig. Immerhin. Das war about 6 feet away. Echt nach oben und Gegenwind und jetzt schön langsam, schön langsam. Perfekt. Nicht getroffen den Ball, aber drin ist er. So, bis zum Ende des Turniers habe ich das aufgeholt, die 30 Schläge. Alright, here's the fourth hole. Okay. Ein Schlag hier rüber. Vorzugsweise hier. Einer hier. Einer hier, so ungefähr. Von dort aus gut und das stellt ihr euch dann vor und da paar 5. Okay.
30 Yards in die Richtung. Wo ist das Ziel? Also hier hin. Okay. Mal gucken. Ne? Oh, ich muss nach rechts. Okay. Kameraeinstellungen mag ich so überhaupt gar nicht. Mal schauen. Ich muss die Maus einfach festhalten und zurück und los! Okay, das war looking pretty good. Ich muss durchziehen die Maus nach vorne. Habe ich auch gleich die Lautsprecher nicht mehr. Okay. Ja, nee, das glaubt ihr aber jetzt nicht wirklich, oder? Obwohl, mal gucken. Nee, halt, die Karte brauche ich. Wo bin ich denn hier? 281 Yard. Zeug. Ja, putten wollen wir das jetzt eher noch nie, würde ich sagen. Mit Gegenwind. Wo käme ich denn dann hin? 40. Also wenn der hier abrollt, wäre ich ja schon zufrieden. Na dann machen wir das doch mal. Driver heißt ja nicht zum Spaß, sondern... Oh Gott! Ja, man sieht's. Ich schlag Probleme vom Fußgängerweg, das macht mir gar nichts. Absolut kein Thema. Oh, ist rough. Jetzt habt ihr noch mal geholt. Das spielt jetzt nämlich keine Rolle mehr. Jetzt kann ich... Was war denn das? Ausprobieren. Das wird nicht ganz gewollt, aber gut. And that lie will be much more easy than the last one. And from 160 yards out. Das ist ja ein Genie. Das ist ja wirklich viel einfacher. 159 Yards, ja. Ja, ich kann also auch suchen, ich verstehe. Geht nach links und zurück. Macht mir gar nichts aus, der rollt ja noch weiter. Da wollen wir nicht. Jetzt bitte einen geraden Schuss. And going with the six iron. Zu kurz. Viel zu kurz. Ja, verdammt, ich muss noch weiter durchziehen. That was an unfortunate approach. Zu schräg. And I am pretty sure he's gonna like that. It's about 3 feet to the cup from here. Bogey. And that one will drop for bogey. Das heißt, ein Schlag mehr als vorgegeben. And after that one, he's fallen. Mein bestes Ergebnis ist ein Bogey, das ist gekommen. Okay, and here is the fifth hole. Mhm. Was? Also einmal nach hier und dann von hier so darüber. Was nicht ganz ungefährlich ist. Ich könnte hier versuchen, hier hin und dann hochzuschippen. Hier ist krasses Gefälle, das würde mir nicht mal Angst einjagen. Okay, zeig mal her. 270 Yards. Wenn ich also hier rüber ziele. Ja, ist gut sein, ich will da. Da über das Publikum hinweg werde ich jetzt spielen, weil wir nehmen die Abkürzung. So, wo zeigt das jetzt mit 240 hin? Genau. Mit starkem Wind in die Richtung, also werden wir noch ein bisschen weiter nach rechts. Und hoffentlich nicht in den Baum hinein. Was ja nicht ganz unwahrscheinlich wäre. Vor allem nicht bei mir, okay. Oh Gott. Können wir aus dem Weg gehen? And he can't please with himself after that one. Stehst auf Bälle, wa? Nee, ich will nicht da lang. Hört er auf mir irgendwas? Ich will in diese Richtung. Wenn ich sage, dass ich dahin spiele, spiele ich dahin. Und hört auf, mir hier die Schläger zu wechseln. Muss ich mal ausstellen, glaube ich.
Also die Hälfte kommt von an, sind dann 120 Yards, das macht gar nichts, weil so weit kommen wir eh nicht. Und jetzt, du geh mal aus dem Weg, sonst hast du gleich keinen Kopf mehr. Ist dir sowieso schuld, an dem was hier abläuft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin abgerutscht und das passiert dann. Schon hast du keine Kraft mehr, oder? And still in the rough after that shot. Wie man es nicht machen sollte. Oh Gott, starker Wind auch noch. Und jetzt. Das war besser. Das war viel zu gut. Oh nein, 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 das krieg ich hin. Das flimmert. Jetzt nicht mehr. From 20 feet out. Ach du Scheiße. Gegenwind, da noch rechts, da noch links. Also hier dann so und dann so. Mhm. Ich übertreibe. Ja, es war so knapp. Das wäre es doch mal endlich gewesen. Ich brauche mal ein Erfolgserlebnis hier. Mmm. Jetzt habe ich das jetzt echt deprimierend. Setting up 12 feet away from the cup. Oh, das kann man nicht. Das ist nach links gezogen. Ruhig. Und zack. Was ist denn? Oh, das gibt's doch. Wie kann man so unglaublich weit daneben auf den paar Millimetern? Also, Abschlag mehr links, rechts im Bild. Nochmal, wir üben das jetzt, bis es drin ist. Das ist schon wieder? Ich habe nicht mal einen halben Zentimeter bewegt. Das gibt's doch gar nicht. Muss ich die Maus hier in den Schraubstock einspannen? Das ist right around the 8 foot mark. Das war der 28. Versuch. Bitte nehmen. That one will drop. Boah, eher treffe ich die Drumzäune dann. Plus 19, ja. Ja, da sind also noch Leute schlechter als ich. Das möchte ich an der Stelle festhalten, dieser Karte. Fünferpaar. Dahinter sollen wir also einmal hier rüber. Ich habe keine Ahnung, wo das Ziel ist hier. Ich frag mal. Mit Gegenwind. Richtung Sand machen wir. Kenn ich gar nichts. Oh Gott, war das schlecht. This one's looking pretty good so far. Über die Sandbunker weg, immerhin. Bleib stehen! Oh Gott, knapper geht's immer. And about 155 yards out. Jetzt werden wir doch nochmal das Ziel uns angucken müssen. Leichter Abfall, also. Ein bisschen Rückstoß, Wind hin oder her. Und jetzt gucken, dass wir das möglichst genau machen. Denn je genauer wir den Ball versuchen zu treffen, umso schlimmer wird's. Das war schlecht. And here's the six iron. Das war so schlecht! And I'm gonna guess he's not that happy about that shot. Nö, das ist nicht wahr. Komm schon darauf. Ich kann jetzt hier mal erstmal rüberbringen in den Berg. So weit werden wir nie nimmer gelandet, ne? Jetzt kann man das schon. Ja, Typ. Ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich
Ja, was war... Das wird ein Spiel, wo ich mich schön aufrege. Ich sollte nur die besten Momente rausschneiden hier. Sag mal, was macht denn ihr hier mit mir? Genau. Am besten rollst du wieder zum Start. Ich bin jetzt schon gefrustet. Stehen bleiben! Polizei! Hat mir gedacht. This putt's about a two-footer here. And now let's take a look at the leaderboard. And after that hole, he's going to move down two spots on the leaderboard. And now we find ourselves on the seventh hole tee off. Es sind immer noch Leute schlechter als ich, das möchte ich festhalten. Okay, okay, mein. Karte. 100, also ungefähr 200. Und der Gegenwind macht mir so Rückenwind, wie auch immer. Wenn wir gerade schießen, landet er irgendwo 200 Meter gerade so in der Kurve, wenn wir kann. Wir haben reichlich Gegenwind, also. Ich weiß nur nicht, wie stark ich den Wind lesen soll. Hätte ich mal ein Tutorial dazu gemacht. Was ist denn? Ich bin schon wieder zu langsam. Ich muss die Maus wirklich mit Gewalt nach vorne drin, oder? Das ist natürlich die Chance auf Erfolg. And he will like that. Nee, ganz bestimmt will ich das nie rein. Na gut. Das leite ich schon eher. Pretty sure that's the five wood. Ja. Das leite ich schon. Ja, ja, ja. Bleib stehen. Okay, das kann ich wetschen ohne großen Verlust. Chippen, chippen, meine Güte. Jetzt wird es natürlich schwierig. Abfall nach rechts, okay, und starker Wind von links. Der mir zumindest in der Luft ein bisschen standard. Das war nicht das gewünschte Ergebnis. And this putt is needed to save par. Du mich auch, du. Als ob da irgendeiner dran glauben würde. So wird es immer Wind. Da ist doch einer mit dem Sensor dahinter. Ja, Fernsteuerung, ja. Das gibt's doch. Yeah, this one's about 19 feet away. Macht mal was gegen die Ameisen. Und der rollt jetzt bis hierhin. Nee? Oh, and wouldn't that have been nice? Just didn't drop. Halt die Schnauze. Ich kann die Kommentare jetzt schon hier ausstehen. Oh! Alter, das ist doch ein Sprungfehler drunter, oder? Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt weiß ich, warum ich das unbedingt spielen wollte. Ja, deswegen sage ich ja, überprüft mal euren Platz. Das Schlimme ist, ich ziehe ja nicht bloß nach hinten und lasse dann los oder so, ne? Ich muss ja auch. Also ganz ehrlich, da möchte ich nie das Publikum mit mir stehen haben, wenn sowas passiert. 12 feet to go to get to that cup. Halt die Schnauze. Oh Gott! So. Ja, genau, das ist die perfekte Ballkurve gerade gewesen. Sag mal. Ah, da. Ich hole einen Glasreiniger dazu. Das ist doch nicht so. Halt die Schnauze, das weiß ich auch. Boah. Möchtest du Mitglied in meinem Club sein? Wir legen keinen Wert auf Professionalität. Leute, jetzt habe ich aber wirklich klar. Schön. Also doch deprimierend, das ist eigentlich gar nicht. Okay. Ball geht nach links, der Wind nach rechts ist mir völlig wurscht, der holt mir nur unterwegs was weg. Das muss jetzt klappen. Looks like a 7 iron. Zu kurz, ich weiß es nicht. And he's probably not happy about that shot. Das kannst du nachsagen.
Sperre aber auch nicht. Jetzt muss er schon drin sein. Ach, ist das peinlich. Ich peinlich. Schon wieder zu langsam. Und wieder nach links, wie man sieht. From 19 feet. Ich will nur näher ranbringen, damit ich überhaupt noch einlochen darf. Guckt euch das an. And about 4 feet from the cup. Meine schönen Schuhe jetzt mal. And a nice putt there. Du musst die Faust rausstrecken. Das sind Animationen, die wir ins Spiel eingebaut haben, die wir hier nie sehen werden. Und jetzt sind wir eigentlich schon 46 Minuten. Mhm. Das war nicht gemeint, sondern das hier. Aha. And nicely done, looking like we'll have some fairway here. Das geht nicht. Aber damit kann ich leben. Dein Füller kannst du ja sonst wohl. Rollt noch hinterher mit leichtem Gegenwind, der es nur in der Luft interessiert. Okay, das war bis jetzt der beste Schlag. This putt's for birdie. Das wäre doch mal was. Weniger Schläge als... ganz ruhig jetzt. Ooh, almost, almost. Gut, warum sollten wir Punkte gut machen, ne? Paar, sind wir zufrieden. And the par putt will drop. He's gonna drop down three spots on the leaderboard after that one. Es sind immer noch Leute schlecht als ich. Das gefällt mir hübsch. Also im realen Leben weiß ich nicht, ob ich jemals golfen würde, aber ich würde es machen, wenn es gratis wäre oder günstig oder sowas. Ach du Scheiße, ich könnte lang über einen Rasen laufen lassen oder so. Mit Rückenwind. Genau. Einmal so entlang, dass er quasi aufs Grün schon von alleine fallen muss. Weil das sieht so schön nah aus, aber es ist halt bergab. Vielleicht ein Gegenwind, dann rollt er nämlich sowieso nach links, also kann man noch ein bisschen weiter gehen. Und werden den jetzt mal lang. Zack. Wünscht mir Glück, Utahis. Ich werde es brauchen. Und this one's looking like it's finding the fairway. Noch besser damit zum Green. Also, hat geklappt. Und obwohl wir das Seed nicht sehen konnten. Ach, ihr wollt mich jetzt direkt. Gut, warum, ne? Losgelassen. Ich bin zufrieden. Das läuft doch schon langsam besser. Schön langsam, damit ich immer Punkte gut machen kann. Birdie, 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 feiert! Feiert in die Kommentare! Feiert! Feiert es ab! Ich mach Birdie und den Loch tiefer, das gibt immer gar nicht.
Gut, ich muss noch 35 muss ich gut machen und Top 3 aber. Drei pro Loch. Ich bin bei einem, wenn ich immer Hole in One mache, komme ich noch in die ersten 20. Ein wunderschöner See mit Wasserfall. Und Wasserfalltextur im Hintergrund. Okay, das könnte jetzt etwas herausfordernd werden. Denn ich habe Rückenwind und werde genau das machen, was ich hier jetzt gerade andeute. Volle Wucht in den Sand schon mal. Den schlagen wir jetzt bis zum St. Nimmerleinstag. Okay, das ist gleich ein bisschen halt. Nicht daneben, aber alleine noch grün. Bleib stehen, nicht mehr rollen. Professionell geplant. Na, ich bitte euch. Ihr seid jetzt lange genug dabei, um zu wissen, dass mir solche Schläge einfach von Natur aus gelingen. Ganz dezent, das juckt mich weniger. Ihr seid im Moment ohne die Gans. Oh ja, Gott. Wie kann man nur jedes Mal so auf Millimetern? Irgendwann stehe ich kurz vom Loch und versuche wieder zum Start zurückzuschießen, nur aus Spaß. Da ist 16 feet to go. Gott, ist das schlecht. Aber ich bin ja dran. Paar. Oh Gott, ich, es ist doch wirklich nicht zu fassen. Cut about 7 feet to the cup. Ooh, that looked good. Noch something. Was habe ich denn für eine Maus? And about 4 feet from the cup. Ich habe übrigens, bevor ich angefangen habe, die Maussensibilität höher gestellt. Ne? Nur mal so nebenbei. Die war auf 49 oder so ähnlich. I want to drop. And he's going to drop 3 spots on the leaderboard. Ach, dann ist er in der Top 100. Besten Spieler des Kurses, die heute da sind. das sieht wieder aus, als ob ich abkürzen könnte. Ja. Also. Hier rüber und dann hoffen, dass er noch eine Weile weiterrollt. Hier ist. Genau. Und starten gegen ihn, das ist wirklich immer noch. Und zur Seite wollen wir kaputt. Das ist wirklich immer das Herz. Zack und zack. A promising looking shot here. Ich habe gerade die Maussensibilität runtergetragen. Wollte ich nochmal haben. And about 105 yards to the pin. Ihr rollt mich direkt drauf. Rollt mir entgegen mit leichtem Gegenwind. Dann sollten wir vielleicht mal ein wenig Schwung rausnehmen. Das war schlecht. Going with the pitching wedge here. Ich sag, das war schlecht. Oh gut, wir sind it's not on the top of the list of best approach shots today. Ach. Was eigentlich? So, bei 16 brauchen wir uns hier. Zack und zack. Oh Gott, was war denn? Nochmal. Das war auch nicht unbedingt das gewünschte Ergebnis, aber okay. 26 feet from the cup. Wollte ich eigentlich gar nicht putten, würde ich mal so sagen. Ab und deswegen langsam. Oh Gott. Der wäre wahrscheinlich sogar mal drin gewesen, wenn ich gerade geschossen hätte. This one's about 3 feet away. And a nice putt. Da hilft King Kicks mehr. And that performance has led him to go down in the standings. And time for the 13th here.
Hier will ich nicht abkürzen, das könnte böse enden. Ich kann aber so weit wie möglich. Mal gucken. Gut, ich kann auch links um den Baum. Und dann auf 240 Grad ziehen. Wisst ihr, was ich meine? Da steht das hier. Ah, Entschuldigung. Mama, er ist kalt. Passt auf jetzt. Bester Schlag ever. Ups. Nicht im Grün, aber immer. I think you'll like that. Da kannst du aber einen drauf lassen. Abhang, leichter Rückwind. Oh, wieso mache ich meine geliebten Chips? Was ist denn hier los? Alter? Reichlicher Wind. In this putt to save par. Gott! Oh. So stark ist doch der Abhang, Ronny bleibt stehen. Es wäre drin gewesen. Ist. Wie gesagt, wenn ich zielen würde. 9 feet to go here. Wenn nicht so stark. Oh, was machst denn du? Ich darf wieder chippen, das gefällt mir. That one went off the green. Ach, sag mal. Voll perfekt, perfekt. Das ist doch Bescheid. Was ist denn? Ich hab doch noch gar nicht losgelassen. That's unfortunate. Das werden wir wieder nicht einlochen hier. Ich sehe, es kommt gerader Boden, leichter Abhang. Ich krieg's nicht ein. 18 feet to go here. Total daneben. Und er rollt und rollt und rollt. Mit minimalster Kraft. Oh, in a very good attempt at what was a lengthy putt. And finishing the hole with a solid putt. And after that one, he's unfortunately going to be moving down in the standings. Golf Peaks und Karten Golf spielen, das habe ich besser gekonnt. Okay, gut, wer die Folge gesehen hat, weiß, nein, hast du nicht gesehen, wäre auch zu lieb. Okay, zeig mal her. Aha. Wo geht's da hinten lang? Bergab und den Hügel, und wo ist das Ziel? 440, also müssen wir auf jeden Fall markieren. 200 oder so werden das sein. Da hinzukommen wird nicht einfach. Machen wir trotzdem. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Genau das wollte ich vermeiden. Ich hätte es wohl versehen. And let's see how this goes out of the sand trap. Ich würde mal vorschlagen, dass wir erstmal raushauen. Danke. Dann können wir uns über alles andere dann machen. I think this is going towards the rough here, folks. Das war nie wirklich das Gezielte, aber okay. Was zum Geier war das? Ich bringe weiter mal vor. Springen, springen, ich will chippen. 180 Meter Chip. And a much Chip nicer dieser Bogen. Previous lie. Green is also in reach. Let's see what happens. Das glaube ich ja. Jawohl, warte mal. Wollte da bergab? Jetzt quasi bergauf. Noch ein bisschen mehr. Here's pitching wedge. Gar nichts. Das war sehr bestätigt nichts. Zu viel Bestätigung brauchte ich für das nicht nichts. 45. Das
ist immer noch viel zu schwach. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, ich sollte Snooker spielen. Das ist ein PC. About a two-footer. Zwei Fuß. Njung. Unfortunately, he's gonna move down three spots on the leaderboard. Ich bin immer noch in den Top 100. And setting up die heute Tür getrunken. Hole. Hatte zwar keinen, aber verrate ich nicht. Ach du Sch. Paar 3. Lange Rede, kurzer Sinn, ich muss über den Fluss. Vorzugsweise mit etwas soften Fader. Da und da. Oh, dieses Platzdeck jetzt hat mich wirklich nur ganz dezent behindert. Wie man sieht. Und es landet auf der falschen Seite. Bit too much club on that one. Willst du mich in den Sand bringen, ja? Das ist aber nett von dir. Oh Gott, was mache ich? Ich sollte nicht mal loslassen! Durchziehen. Ich klebe mit der Arm, mit dem Arm übrigens am, ne, wollte ich schon sagen. Du musst gar nicht mehr loslassen, was da mal ist. Gut, jetzt reicht's mir. Meine Frage, ist das nicht mehr? About 5 feet to go here. Ganz ruhig. Wir sind immer noch beim, irgendwie. Oh Gott, ich, das ist doch, wie kann man auf den halben Meter noch? Das ist, ich verstehe es nicht. And about 11 feet to go here. Ich Controller ist noch schlimmer. Gott, kann ich mal legen. Aber da müsste ich dann wahrscheinlich nicht loslassen. The cup. Ja, leck mich. Guck mal, wenn du ganz langsam spielst. Geht dir wieder daneben. Überspringen. Gib mir doch einfach mein Foul und gut ist. Eine Miss. Oh, jetzt ist so Gott hier so langsam. Ich hab das Geräusch von ins Mikrofon beißen. So langsam sollte ich das mal antibakteriell reinigen lassen hier. Ist auch mit der Mausstange. Ich muss die nach hinten ziehen, nach vorne schieben, wo man eigentlich loslassen will, weil man denkt, man haut einen Golfschläger. Aber es ist nur eine Maus, die über den Bildschirm, der möglichst flach. Hier noch. Wo? Hier ist schön viel grüner Rasen, das geht immer gut. Das ist der Wanderweg. Und dahinter muss ich landen. Okay. Wo würde ich denn da theoretisch landen? Nö, das wäre mehr gleich sehen. Nicht loslassen. Ich habe wieder losgelassen, ne? Probably not too pleased with himself after that one. Ja, wirst du die nächst. Gott, nicht putten. Hundertneunundzwanzig, der zählt runter, auch nicht schlecht. And that approach is safely on the green, but a whole lot of work to do for that next putt. Das Scooter kann, mein Freund. Ich glaub's doch gar nicht. Krückenwind. La. Oh, I thought that one was gonna be in. Kann mir nicht das Stück sein. About 2 feet from the cup.
Now let's take a look at the action on the leaderboard. Nee, das wollen wir gar nicht mehr. Down in the standings after that hole. And just about to tee off on this par 3. Ich habe einen Golfclub und ein Golfclub hat mich. Moment. Warte, ich muss noch mal abhangen. Nicht mehr die Masters zu uns lassen, bis der Ball fliegt. Ich bin zu weit. Rechts davon wäre mir lieber gewesen, wenn ich nicht. Feet to the cup. Seht euch das Gefälle an, ne? Das, ich hab schon längst einen schon. Aber okay, jetzt wissen wir wenigstens, das Gefälle tatsächlich eine Auswirkung hat. Yeah, about 7 feet to go here. Ich hab doch gar nicht so stark. Ich verstehe das nie. Der wird ja danach noch schneller, wenn er abprallt. Das müssen wir ihn erklären. Bergauf. Funktioniert ja eigentlich die physikalischen Gesetze anders, Leute. Just misses. This putt's looking to be about 2 feet. Okay, and now let's take a peek and see. Ich sitze schräg übrigens, mein Monitor ist schräg und so auf dem Markt gesehen. Das ist ja eine Katastrophe. Ah, groß abschließen. Mal gucken, ob ich noch aus den Top 100 rausfalle. Das könnte mir liegen. Okay. Nee. Geradeaus, 240er hier durchschießen und dann weitersehen. Mit starken Gegenwind. Schlecht. Aber doch in die Richtung. Falsch in die Luft, das ist umgefallen. Naja. Schon besser gelacht. Pretty sure he's gonna like that one. And from 175 yards out. Das glaubt ihr doch nicht selber, oder? Dass ich das hier probiere. Fährt alles in die Mitte zum Loch. Das könnte klappen. Going with the hybrid here. Was war das? And he can't be too happy with that shot. Meinst du? Kommst mal auf. Jo, von einem ins nächste muss gefunden. Das nächste Wochen Rasen und von dort weiter. Ich hab doch voll durchgezogen, ne? About a 10-footer from here. Oh, and it just didn't. Das ist doch und ich. This one's a 9-footer. Muss die Maussensibilität noch weiter runterdrehen, Hart? Ja, ganz klarer Fall. So, das war das letzte Loch in diesem Kurs. Well, folks, that's not a great way to start your season. Ich bin 100. Das haben wir ja noch geschafft. He is a hard worker and I think that we will see some big improvements as he progresses through the season. Den Platz kann ich eigentlich gar nicht meckern.
nimmt mich mit, was ich hier erleben musste. Ich hoffe euch auch. Als Aufmunterung Hello, ganz, ganz viele Likes und Kommentare. My name is John McCarthy and I'm giving you all of the welcomes for joining us today here at this event. Brought to you by the TGC Network. Jetzt fange ich jetzt nochmal an. Our second round action is about to begin. Let's see what happens today out there, folks. Moment, was? Das ist einfach so, wie ich bin. Ach, man muss wirklich 4 Runden spielen, oder was? Okay, das ist ja, voll den Level sehr einfach. Wer ist auf die Idee gekommen? Gut, dann machen wir die zweite Runde. Warum auch nicht? Aber erst in der nächsten Folge. Bis dann. Xenahaut!